Doofe ist, ich muss mal den Mund so voll vor dem Mikro halten, sonst hört mich keine Sau. So, und es lässt sich nicht öffnen. Der Gefängnisschlüssel passt nicht. So, was ist das jetzt? Das ist das jetzt. Also. Es lässt sich nicht öffnen. Komm hier raus. Ah! Mein Traum von Pamir hinzukommen hat sich erfüllt. Aber ich mag das harte Training nicht, bis bei der Armee, du Idiot. Abends dürfen wir nicht weg. Die neue Welttruppen haben strenge Regeln. Hörst du Justin? In den Gang kann ich Stimmen hören. Nein, nichts von Interesse. Der Militärzug, auf dem wir stationiert sind, hat angeblich sehr viele Pferdestärken. Aber das bedeutet mehr Arbeit für uns. Je besser die Technologie, desto mehr muss man sich drum kümmern. Sag, hörst du was? Wie sieht es aus, Justin? Es muss der Militärzug sein. Militärzug sein. Sei ruhig so, sonst hören sie uns. Sonst nichts mehr? Ah, dieser Militärzug. Ich würde ihn sehr gerne selber fahren. Nee, sonst nichts Wichtiges. Ich glaube, eine ganz wichtige Stelle. Und Sekunde. Jetzt geht mein Bildschirm aus. Das ist das. Das habe ich jetzt genau gemacht. Eine Sekunde. Was ist das Gute, wenn man das Spiel schon 3-2 Mal durchgespielt hat? Richtig, man hat schon die Motiven von vorigen 5 Jahren oder so. Ja, gut. Hier ist eine Maus. Ich hab vielleicht die Maus nicht gesehen, scheiße. Wo kommt die Maus denn her? Okay. Ich hab's geschafft. Ich habe endlich den Drachenpiloten erschaffen. Mein Traum ist wahr geworden. Zum Glück habe ich ihn geklaut, als Oberst Mullen sagte, dass ich es könnte. Sonst noch? Es wird eine Ehre sein, hinter den Oberst übermorgen meinen ersten Flug zu absolvieren. Cool, cool, cool. Nee, was ist sonst? Ah, jetzt kann ich wieder normal gehen. Wie sonst auf den Keks. So, jetzt wieder schleichen. Ah ja, so. Eklane, was? Diese Stimme? Meh, mein Kanal! Er ist unbrauchbar. Er ist immer noch so verängstigt. Wie ist gelaufen, Oberst Mullen? Konnten Sie das Dorf der menschlichen Wesen orten? Nein, sein Kopf ist blockiert. Er kennt nicht mal seinen Namen, geschweige denn, wo das Dorf ist. Nanas Gruppe ist zu weit gegangen. Das ist immer so. Sie sind skrupellos. Ich werde warnen. Ich werde Sie warnen müssen. Herr Mullen, was haben Sie mit dem menschlichen Kind vor? Sie denken doch nicht an... Nun, sanfte Lee, hatten Sie daran gedacht? Nein, eigentlich nicht. Keine Sorge. Wir verprügeln ihn nicht. Wir haben das Recht auf unsere Seite. Diese Operation ist wichtig. Dennoch denke ich, wir sollten dem ersten Plan folgen. Also mach keine Faxen. Ja, Sir, Herr Mullen. Natürlich, in dem Moment kommt sie. Wie geht's dir, Justin? Hast du den Jungen gefunden? Ich höre seine Stimme nicht mehr.
Sicher habe ich ihn gefunden. Und der Typ war auch da. Der, den wir in den Sultruinen trafen und sich Malay nannte. Malay oder so etwas in der Art. Was? Der blonde Typ? Ja, der ist es. Er sagte, er würde Just den Blatt machen. Nun, sehe ich geblättet aus? Es war ein harter Kampf. Aber der Typ... Wie kann er mit dem Jungen reden? Wer denkt er, wer er ist? Zuerst müssen wir den Jungen retten. Also, los geht's. Komm hier runter, Mann. Komm hier runter, Mann. Kann ich hier irgendwie... Nein. Also weiter geht's. Und wir schleichen und wir schleifen. Wir schleifen tun wir auch den Boden. Wäre schon Ewigkeiten nicht mehr geschliffen worden. Boah, so jetzt mal wieder rüber, scheiße. Epische Musik. Nerv. So. Hier ist eine Ausgabe. Hier, kommt euch. Ja, super. Justin, ciao! Vielleicht öffnet die rechte. Vielleicht öffnet die rechte Knöpfe die Tür. Ja, macht Sinn. Da komme ich nicht rein. Und da komme ich nicht rein. Nö. Okay, wir können hier nichts machen. Wir wissen den Code noch nicht. Wir wissen ihn nicht. So, aber wie zum Geier. Was? Es gibt nur einen Weg? Hä? Bin ich blöd? Achso, ich konnte da weiterhin. Hä, ich bin blöd. Ja, ich bin blöd. Ich geb's zu. So. Wir gehen und schleifen und schleichen und alles Mögliche. Holla. Hey, die schönsten weiblichen Offiziere wurden gewählt. Hier sind die Ergebnisse des Wettbewerbs. Und? Ist Leutnant Lin wieder die Nummer 1? Ich hätte es wissen müssen. Sie ist bei Weitem die Beste. Gefolgt von Hauptmann Mio. Hey, ich bin gut. Wieder einmal. Leutnant Lin ist wirklich beliebt bei den Untergebenen, bei ihren Untergebenen. Und danach kommt Nana und dann kommt Saki. Weil Saki ist einfach nur brutal. Also die mit den kurzen, schrubbeligen Haaren, die meine ich. So, wir gehen weiter. Da ist Geld. So, da ist niemand. Mal verknicken. Oh, es ist so langsam. Ach Gott. Oh Gott, wir schleichen so. Es hört niemals auf. Man könnte nicht so schleichen trennen oder so, keine Ahnung. Alles okay, Hauptmann. Alles okay, Hauptmann Saki hat gerne dann auf den Grandeur. Was? Hey, wer ist da? Uah, sie haben uns gefunden. Da ihr militärische Geheimnisse kennt, darf ich euch nicht leben lassen. Wovon hat ihr geredet? Uah! Übelste Mucke. Oh, wow, das sieht böse aus. Kein Ding. So, jetzt werden die Gegner ein bisschen härter. Blast! Juhu, wir können wieder kämpfen. Das ist ja Ewigkeiten mehr. Cool, wir haben jetzt ganze 3 Minuten. Also, ganze drei Videos ohne Kämpfen verbracht. Das ist doch wohl der Obama, oder? Ja, finde ich auch. So, das ist mir aber...
Ja, eines erledigt. Ja, super. Die anderen müssen jetzt eigentlich auch aufgeben. Juhu. Pretty easy. Absolut. Ja, wunderbar. 300 Yasuki. Aber was sind das für Erfahrungspunkte? Das ist doch ein Witz. Na, super. Egal. So, ich habe eine Truhe. Ich bin Glück. Oh, ich dachte schon. Oh Gott. Was zum? Hallo, was ist das? Ah, super.